Hallo und herzlich willkommen hier im LS22 im Singleplayer auf der Obertal. Ja, wir haben gerade einen LKW hier mal schnell umgerückt. Wir müssen das Gewächshaus hier mal noch auf Auslagerung stellen. Dass wir dann noch die letzten Palettensalat verkaufen. Ich weiß, nicht der beste Monat, aber vom Preis her ging das schon noch alles. Ne? So, er kommt hier Richtung Werkstatt zurück. Das ist soweit richtig. Ihn hier. Er wurde nochmal befüllt. Wir haben jetzt hier 17.000 Liter drin, die nehmen wir natürlich mit und schicken ihn als Abfahrer zum Feld 11. Feld 11 muss gebracht werden zum Allesverkauf Nordost. Dann wird er nämlich gleich Abfahrer, weil erstens ist hier noch Roggen drin, dann bleibt hinterher halt mehr Roggen über. Das spielt ja so keine Rolle. Feld 11. So, und dann natürlich alles Verkauf Nordost. Und dann kann er los. So, er ist dann gleich fertig. Genau, ihn hier wollte ich, weil er ist angekommen. So, der Kurs muss natürlich raus. Aber wir haben hier Feld 24. Achso, klar. Klar. Es ist ja nicht der Feld 3 Treasure. So, dann generieren wir hier mal einen Kurs. Und zwar so, wie es hier vorgewendet ist. Das hätte man, glaube ich, auch dort nicht gebraucht. Wir machen mal 3. Ne? Naja, fährt dann hier so die kurze Bahn, aber das soll er mal tun. Das ist schon okay. Das Ganze speichern wir natürlich auch unter Feld 11 dann ab. Erstmal schickt man los am ersten Wegpunkt. Und dann zwei Stunden will er brauchen, mein lieber Mann. Meter, das passt so. Passt soweit. Und das ist dann Feld 11. So, 40.700, also das muss so der letzte Rest hier sein. Produktion muss man dann wieder zurückstellen. Nehmen wir noch mit die angefangene Palette. Verteilen. Leder zu wenig gleich? Nee. Nochmal aussteigen. So, und wir müssen jetzt mit dem Salat wieder zu alles. Waren wir nicht auch bei... Nee, Fruchthandel waren wir, ne? Fruchthandel Nordost. Ich weiß jetzt nicht, es sind schon 2000 Liter hinzugekommen. Wollen wir jetzt ja nochmal auslagern? Das nimmt dann aber kein Ende, ne? Wir sind 122, 800... Wir sind 1000. Da wären wir nie fertig, wenn wir jetzt noch. Da sind wir dann, haben wir die Tonne, dann können wir hinten wieder 500 rausholen. Das bringt's nicht. So, Fruchthandel Nordost. Dahin. Ach. Es ist ja wieder. Ich muss hier natürlich zurücksetzen, ne? Dann fährt er auch schneller. Der arme Kerl.
So, Arbeit beendet ist die Ballenpresse. Die kriegt natürlich hier direkt auf kurzen Dienstweg den Kurs von Feld 24. Kursladen. Und dann sagt man hier Feld, da das ja CP ist in dem Sinne, der da am ersten Wegpunkt anfängt hier, können wir hier ganz locker sagen, Feld 24. Schicken ihn hin und schalten ein. Dann sollte er anfangen, dort Ballen zu pressen. Kriegt aber da kein Diesel mehr drin oder was? Das wäre natürlich schlecht. Nö, 17.000 Liter. Ach so, das sind Trecker war nicht aktiv, sondern Anhänger, es läuft trotzdem nicht. Ach, warum kriegt man jetzt wieder keinen Diesel? Drescher kriegt Diesel. So, gibt es denn überhaupt was anderes noch an Missionen? Danach haben wir überhaupt nicht geguckt, ne? Nö. Ja, wir stellen ihn trotzdem in der Halle, oder? Oder wir lassen das komplette Gespann hier hinten stehen. Er muss ja spätestens am nächsten Ingame-Tag wieder los. So, jetzt wird er auch betankt. Ach so, wir könnten natürlich, aber das dauert natürlich deutlich länger, ne? Weil ich jetzt dort den Ziegenstall lese mit Stroh. Denn in den Kuhstall gehen, glaube ich, keine Ballen. Das war, glaube ich, so. Ne? In den Kuhstall müssen wir loses Stroh hinbringen. Machen wir auch. Wir gucken mal kurz. Und zwar... Ja, hier muss nämlich auch richtig Stroh rein, ne? Wir wollen zwar... Wir wollen zwar das Feld schnell leer kriegen. Presse schon dort? Nee. Mehr noch nicht zu sehen. Wir haben 4 Vorgewände, ne? Wir machen nämlich Folgendes. Feld 24. Abholen, abliefern. Abliefern natürlich. Quatsch.
Was war das jetzt? Tiere. Kuhstall. Ja, Kühe, Strohanlieferung, das ist drin. Dann braucht er natürlich die 24 wieder. Klingel der nächste. Kurs laden. Und dann kann er mit Übergabe hier am ersten Wegpunkt kann er anfangen. Da hat er auch das erste, das läuft hier schon, ja, abgebunkert. Wo ist er jetzt? Dort oben fällt. So, jetzt müssen wir abwarten. Achso, er ist angekommen. Okay. Das ist schön. Nicht genug Platz zum Abladen. Warum geht das jetzt nicht? Mitte, hinten, vorn. Geht doch. So, dann kann er aber trotzdem erstmal zum Hof zurückkommen, ne? Oder? Ich wüsste jetzt für einen Moment nichts anderes. Ach so, er findet keine Ballen mehr, ne? Würde ich glauben. So, dann hier Hoftiere. Und dann müsste er natürlich fahren zum Ziegenstall. Mal gucken, ob wir das reinkriegen. So, er sammelt. Wo ist die Ballenpresse? Da kommt sie. Genau richtig, kommen wir hier. Nehmen wir ihn mal raus. Wir nehmen mal hier. Da kommt sofort ein Ballen raus, ne? Wir nehmen mal hier den Haufen mit weg. Müssen natürlich hier hinten senken und nicht das Gewicht vorne, ne? So, okay. Und dann werden wir ihn einfach hier am Ende einstellen. Da können die vier Lagen Vorgewände erstmal in den Kuhstall. Da kann er ja die Ballen fertig pressen. Ne? Da müsste er jetzt aufhören und zum ersten Punkt fahren. Er soll nicht die ganze Bahn pressen. Gut, geht. Halt, den Ballen müssen wir wegräumen. Obwohl, der stört eigentlich für keinen, oder? Müsste passen. Hier sieht man deutlich, was wir gedüngt haben. Das war schon richtig, dass wir das gemacht haben. Ich denke mal, wir werden eher die Ballen ja fertig gepresst haben, bevor der Ladewagen fertig ist, ne?
So, Arbeit beendet, wird der Düngersteuer sein, oder? Schick, schick. Das wäre erstmal erledigt. Der Kurs kann raus. Und dann schicken wir ihn mal einfach hier hoch, Werkstatt. Aber wir müssen unbedingt umbauen. Mit der Werkstatt da vorne, das gefällt mir auch nicht so richtig. Das war ja der Kurs, der ja hinter den Baum lang geht. Ne? Jetzt eiert der den natürlich total hinterher hier. Er lässt sie nicht vorbei, warte, dann muss ich rausnehmen hier. Müssen wir uns mal vordrängeln hier ein bisschen. So, hier einmal abliefern fahren. Aber ich sehe, was hier unter Tempo vorliegt, dann ist mir klar, dass der Ladewagen das nicht packen kann. Ne? Halt noch mal oben geguckt, Produktionsinfo hat, aber da können wir eben auch nicht so richtig, ja. Ja, Biomasse, Kraftwerk, klar, dass das immer Strom braucht. Könnten wir auf dem Feld 11 das Stroh auch wegpressen, aber dann wird es nur langsam knapp. Gut, nee, würde gehen. Wir könnten ja den Kleinen losschicken mit der anderen Rundballenpresse. Natürlich dann ganz schön cool mit abfahren. Ich meine, wir hätten noch den anderen, den Palettenfahrer, da könnt ihr auch Ballen transportieren. Also wir schicken ihn dann hier zum Feld 24 Ballen sammeln. Erstmal gucken, vielleicht geht es gar nicht rein. Ne?
Doch, ist unrein. Und zwar alles. Hier passt noch rein Stroh. Ah, geht auch eine richtige Ladung rein. Wir müssen die Stelle auch erfüllen. So, hier nehmen wir mal Kurs Richtung 24. Beziehungsweise sollten wir das vielleicht so rum machen. Nicht das, sondern hier. Felderballen. 24. Der hier und der. Reset habe ich eben gedrückt. Also, da dürfte jetzt nicht so langsam rumeiern. So, hier fährst du parken. Wo will die jetzt hin? Ach hier, den Dings runter. Ah ja, warte mal, da klauten natürlich immer rausnehmen. Sonst klauten ja hier das Vorgewände weg. Können wir noch nach vorne einsetzen. So, nächster. Und da geht's hier weiter. Er steht nämlich schon. Muss entladen werden, ist nach wie vor der Roggentresche hier oben. Hier gucken wir uns mal noch ein paar Bäume an. Wir gucken mal, dass wir hier noch ein paar Bäume abgehen. Bin ich jetzt so viel? Ja. Oh, so viel haben wir schon abgeholzt. Natürlich auch viel, ne? Hatte ich da jetzt nicht eingeschaltet? Doch, eigentlich schon, oder? Da müssen wir doch anfangen zu sammeln. Hopp, einziehen.
Na, gibt grün. Oh, der lange Stumpen stehen geblieben. Damit das alles so mehr oder weniger auch in eine Richtung fällen. Wir machen nochmal den unten nach oben. Das ist besser. Jetzt verlieren wir hier die Orientierung. Auch Folge ist natürlich auch gleich rum hier. Ruckzuck ist eine Folge rum hier. Dass wir irgendwann uns im Kreis drehen hier, wenn wir die Orientierung verlieren. Ne? Wir schneiden mal hier noch die Tiere weg. Und dann werden wir erstmal Feierabend machen für heute. Ich sag da mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Allen natürlich noch schönen Rest Sonntag und ja. Dann starten wir natürlich morgen hier am Montag. Oh, da haben wir einen vergessen. Ja, die werden wir noch umschneiden. Na, starten wir morgen hier am Montag mit. Oder ist er plötzlich umgefallen? Ne, nur abschneiden. Mit weiter Ernten und Mission machen, ne? Also, bis dahin. Tschüss.